Artificial General Intelligence, also AGI, ist ein Thema, das generell in den Medien schon viel zu oft thematisiert wurde. Deshalb versuchen wir in diesem Video über AGI mal einen anderen Ansatz und reden über die Frage, welche Technologien alle noch davor kommen. Auch reden wir darüber, welche Hürden noch auf dem Weg liegen und zumindest kurz mit welcher Zeitspanne KI-Forscher für eine AGI rechnen. Dafür muss ich natürlich einmal etwas weiter ausholen und erstmal erklären, was AGI ist. Wenn du diese generelle Erklärung über AGI aber einfach nicht mehr hören kannst oder willst, für dich gibt es Timestamps in der Videobeschreibung. Springe gerne ein Kapitel vor und wir sehen uns gleich dort wieder. Für alle anderen, hier kommt eine kurze Einleitung zum Thema AGI. AGI steht auf Deutsch für allgemeine künstliche Intelligenz. Und im Gegensatz zu aktuellen KIs, die auf spezifische Aufgaben beschränkt sind, wie die Sprachbearbeitung, die Bilderkennung oder wie der Schachspielautomat, wäre eine AGI in der Lage, generell jede Aufgabe, die ein Mensch erledigen kann, auch auf dem Niveau eines Menschen zu bewältigen. Dafür ist wichtig, dass nicht jede Aufgabe einzeln einprogrammiert oder trainiert wird. Eine AGI müsste flexibel sein, selbstständig jegliche Probleme lösen und neues Wissen auf verschiedene Bereiche anwenden können. So wie wir Menschen das tun. Sie müsste nicht nur Daten analysieren, sondern Konzepte verstehen, logische Schlüsse ziehen und sich an neue Situationen anpassen. Eine AGI bietet den entscheidenden Vorteil, verschiedene Fachbereiche interdisziplinär zu verknüpfen. So kann eine AGI beispielsweise in der Medizin nicht nur personalisierte Diagnosen erstellen, sondern auch Umweltforschung, Soziologie und Wirtschaft berücksichtigen, um umfassende Behandlungskonzepte zu entwickeln. Ein anderes Beispiel wäre die Forschung. Hier entstehen Synergieeffekte, indem Erkenntnisse aus Biotechnologie, Materialwissenschaft und Informatik kombiniert werden, was zu schnelleren Innovationen bei Medikamenten und nachhaltigeren Technologien führen kann. Auch im politischen und wirtschaftlichen Kontext ermöglicht die AGI eine dynamischere Entscheidungsfindung mit koordinierten Maßnahmen, was natürlich für die Bewältigung von Umweltthemen oder wirtschaftlichen Krisen essentiell werden kann. Teilweise sind solche Beispiele bereits jetzt möglich, aber eben noch nicht für jede denkbare Aufgabe und auch noch nicht in einer solchen Souveränität, der man solche Entscheidungen dann wirklich überlassen würde. Auch benötigen aktuelle, verlässlichere Systeme spezialisierte Programmierungen oder auf Fachbereiche spezialisiertes Feintuning. Eine AGI hingegen könnte spontan von jedem für die verschiedenen Einsatzzwecke herangezogen werden und gleich gut oder besser als ein Mensch jegliche Aufgaben lösen. Das hiermit oft in Verbindung stehende Thema Risiken und Arbeitslosigkeit verschieben wir mal auf ein zukünftiges Video. Abonniert dafür gerne den Kanal. Auch könnten wir noch Stunden über verschiedene Interpretationen oder Definitionen von AGI reden. Denn so wirklich klar abgegrenzt ist das Ganze für viele auch nicht. Wir lassen das Ganze also erstmal hinter uns und widmen uns den angekündigten Fragen. Und damit willkommen zurück an die Experten unter euch, die das Video bis hierhin übersprungen haben. Gemeinsam gucken wir uns nun die Frage an, wo stehen wir auf dem Weg zu einer wirklich intelligenten Maschine? Wo stehen wir auf dem Weg zur AGI? Dabei ist die Frage, die daraus resultiert, wie können wir das überhaupt messen? Denn auch wenn es Tests wie den ARC-AGI-Test gibt, sind solche Tests nicht dafür geschaffen, AGI konkret nachzuweisen, sondern nur AGI-Fähigkeiten zu vergleichen. Dabei sieht man, dass es von OpenAIs O1-Modell zum neueren O3-Modell einen riesigen Sprung auf der Skala gibt. Und nur weil eine KI in diesem Test eben besser ist, ist sie nicht generell in jeglichen Aufgaben mit einem Menschen gleichzusetzen oder generell überhaupt fähig, jede Aufgabe zu übernehmen. Also ganz klar hilft uns das, so wie andere Tests, die nur Bestandteile einer allgemeinen KI testen, nicht bei der Einordnung. Es ist also nicht einfach in Zahlen messbar, wie lange es beispielsweise noch dauern würde. Da müssen wir uns stattdessen etwas auf die Expertenaussagen verlassen. Ich will euch hier nicht alle Zahlen herunterbeten, was genau wer sagt. Wer das nachlesen will, kann hier gerne pausieren oder den Quellenlinks in der Videobeschreibung folgen. Zusammenfassend hält es aber niemand für abwegig, dass wir eine AGI schon innerhalb der nächsten 10 Jahre haben. Und Sam Altman, CEO von OpenAI, hat Anfang des Jahres sogar behauptet, dass sie schon wissen, wie AGI gebaut werden kann. Aber was muss nun konkret bis dahin noch geschehen und welche Technologien brauchen wir noch? Wie nah sind wir tatsächlich schon dran? Dafür schaffen wir mal eine Veranschaulichung. Diese noch leere Grafik teile ich direkt mal in 2 Bereiche. Starke und schwache KI. Begriffe, die noch weit vor meiner Geburt das erste Mal definiert wurden. Wobei starke KI eben eine KI darstellt, die auf Minimum einem AGI-Level ist, also generell für jede Aufgabe eingesetzt werden kann. Und die schwache KI hier entspricht eben unserem aktuellen Stand mit lediglich spezialisierten Systemen.
Sam Altman, der eben benannte CEO von OpenAI, geht mit seinen Modellen noch weiter und beschreibt je einzelne verschiedene Stufen für schwache und starke KI. Die habe ich hier mal für ein Gesamtbild kombiniert. Dabei hat die Stufenhöhe erstmal nichts mit der Aufwendigkeit oder Zeitdauer zu tun. Der für uns relevante Bereich sind die ersten 6 Stufen, die uns dann eben zu einer starken KI und somit zu AGI hinführen. Stufe 1 beschreibt das Verständnis der Sprache, also die Grundlage von Chatbots. Als Zeit trage ich hier mal 2022 ein. Auch wenn es schon vorher Modelle gab, kam hier erst der Hype auf, was wiederum die Entwicklung nach vorne getrieben hat. Auf Stufe 2 liegt dann die Fähigkeit, begründet Inhalte zu generieren. Diese Stufe haben wir 2024 mit beispielsweise den O1-Modellen erreicht. Auch die Stufe des autonomen Handelns erfüllen aktuell die AI-Agents. Hier sind wir aber noch mittendrin, ganz neue Potenziale zu erschließen. So gab es zwar auch schon vor 2025 vereinzelt AI-Agents, eine simple Integration der gängigen Anbieter erfolgt aber erst aktuell so langsam. Daher würde ich sagen, befinden wir uns aktuell mittig auf Stufe 3. Die Frage ist jetzt jedoch, was liegt noch vor uns? Bevor wir dazu kommen, kurz ein Einschub, denn wenn du mehr über die Stufe 3 der AI Agents erfahren möchtest, haben wir am Ende dieses Videos ein weiteres Video dazu für dich verlinkt. Jetzt zur kommenden Stufe, Stufe 4. Innovation. Hier geht es nicht mehr nur darum, vorhandene Informationen neu zusammenzusetzen, sondern wirklich neue Ideen zu entwickeln. Eine KI müsste eigene Konzepte, Theorien oder Kunstwerke erschaffen, ohne sich nur an bestehenden Mustern zu orientieren. Wie das genau aussehen müsste, besprechen wir gleich nochmal. Vorher schnell noch ein Blick auf Stufe 5 und das ist die organisatorische Intelligenz. Das ist der Punkt, an dem eine KI strategische und operative Entscheidungen treffen kann. Sie könnte ein Unternehmen oder sogar eine Regierung effizient steuern, ohne dass Menschen ständig eingreifen müssten. Das klingt jetzt erstmal sehr utopisch oder dystopisch, je nachdem. Aber was muss dafür jetzt ganz konkret geschehen? Fangen wir mit der Innovation an. Heutige generative KIs können beeindruckende Bilder, Musik oder Text erstellen. Aber sie kombinieren im Grunde nur existierende Muster. Ein Künstler oder eine Autorin reflektiert, zweifelt, verwirft Ideen und findet oft unerwartete Lösungen. Eine KI, die wirklich kreativ ist, müsste nicht nur bestehende Muster nutzen, sondern selbst neue Ideen sammeln und eigenständig bewerten. Auf Texte bezogen würde das bedeuten, dass eine KI sich beispielsweise passende Metaphern sucht und bedacht entscheidet, wann eine Metapher sinnvoll ist, wie ein Text damit wirkt und welche alternative Formulierung hier vielleicht doch besser wäre. Jede Formulierung, jedes gewählte Wort dürfte nicht nur jetzt auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, sondern bräuchte eine durchdachte Abwägung. Mit dem als Basis könnte eine KI innovativ werden und wirklich kreativ etwas Neues schaffen. Wichtig dabei ist, dass eine solche Fähigkeit nicht in der Form eines spezialisierten Agents existiert. Dieser könnte so etwas theoretisch schon heute. Sondern die Fähigkeit in ein einzelnes, universal einsetzbares Modell integriert wird. Das eine Modell, was also optimiert Marketingtexte schreibt, kann also genauso gut Songtexte schreiben, Brettspiele erfinden oder ganz neue Produktideen vorschlagen und ausarbeiten. Als Beispiel, bei einem Unternehmen könnte eine solche KI neue Goodies entwickeln, die dann zum Anwerben neuer Mitarbeiter auf Messen verteilt werden. Eine innovative KI würde out of the box denken, die Zielgruppen, Stellenausschreibungen oder Softwarelösungen analysieren und nicht nur USB-Sticks vorschlagen. Sie würde beispielsweise ein Maskottchen ausarbeiten, welches von Informatikstudenten dann programmiert werden kann. Das jetzt nur als fiktives, grobes Beispiel. An der Stelle kurzer Hinweis, wenn du im Kreis Aachen eine Ausbildungsstelle oder einen passenden Job suchst, schau gerne mal auf unserem Karriereportal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Gucken wir jetzt vor dem Fazit nochmal schnell auf die organisatorische Intelligenz. Also eine Intelligenz, die ganze Firmen leiten könnte. Und hier machen wir tatsächlich auch aktuell schon Fortschritte. Denn das Wichtigste hierfür sind Daten. Daten, auf die eine KI durchgängig Zugriff hat. Die Voraussetzung dafür ist eben eine breite Integration der KI-Agenten. Also genau das, was aktuell passiert. Und wenn wir das haben, braucht es aber auch natürlich noch ein Modell, das mit allen Daten verantwortungsvoll umgehen kann. Was die zeitliche Einordnung hier angeht, kann ich dir schwer eine Jahreszahl nennen. Denn selbst wenn die organisatorische Intelligenz theoretisch denkbar ist, wisst ihr alle wahrscheinlich auch gut einzuschätzen, dass wir da noch wirklich nicht nah dran sind. Es gibt noch einige große Herausforderungen, bevor wir eine echte AGI haben. Gucken wir uns nochmal die Grafik an. Momentan befinden wir uns in der Mitte der schwachen KI. Vom ersten großen KI-Hype bis nach hier hat es 3 Jahre gedauert. Und selbst wenn wir in nochmal 3 Jahren schon eine organisatorische Intelligenz hätten, die theoretisch ein Unternehmen leiten könnte, sagt das nichts darüber aus, wie sinnvoll das wäre.
KI-Agenten können auch jetzt schon beispielsweise eigenständig Instagram-Posts schreiben und veröffentlichen. Doch meistens merkt man doch noch einen qualitativen Unterschied. Also nur weil wir eine Stufe erreicht haben, haben wir nicht direkt das gesamte Potenzial auf einer Stufe ausgeschöpft. Und auch wenn jede Stufe hier gleich hoch dargestellt ist, ist es nicht immer gleich aufwendig, eine Stufe zu erreichen. Was ich damit sagen will: Diese Grafik soll euch nur einen Überblick über die Stufen und die kommenden Technologien geben. Sie zeigt, wo wir uns befinden und was wir erreicht haben. Sie kann jedoch nicht direkt bei der zeitlichen Einschätzung helfen. Hier müssen wir einfach abwarten. Was wir aber sagen können: KI wird unser Leben und unsere Arbeitswelt weiter massiv verändern. Und wer heute die richtigen Fragen stellt und die Entwicklung mit offenen Augen verfolgt, wird in dieser, in meinen Augen, super spannenden Zeit sicher nicht zurückgelassen. Hier findest du nun ein Video zu AI Agents, und wenn du genauso begeistert wie ich am Thema KI bist, dann abonniere den Kanal. Hier wird noch einiges rund um KI kommen. Ansonsten sind alle Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf eure Kommentare und Bewertungen. Mein Name ist Mario und tschüss.